Die Besitzer aller teilnehmenden Stuten übrigens erhalten Präsente, die gestiftet werden von der Matthäus Medienzüchterforum und der Trakehner Turniersportgemeinschaft. Und da bedanken wir uns einmal schon ganz herzlich für die Unterstützung dieser Jahressiegerstute Klasse. Einmal in Abteilung H halten, bitte. Katalog Nummer 61, bitte einmal in der Bahn Aufstellung nehmen. Gerne, dürfen Sie jetzt schon klatschen. Kalaska. Eine sehr typvoll aufgemachte Stute, sehr edel, sehr trocken in der gesamten Textur, ganz viel Harmonie im Körper, dabei auch in Rahmen und Format sehr viel Harmonie verfügend. Zeigt sich hier sehr taktbeflissen, sehr effevoll in den Grundgangarten im Ablauf hier im Trabe. Vielleicht noch heute den letzten Schwupps so nach oben offen stehen lassen, aber trotzdem ein Pferd mit ganz, ganz viel Potenzial hinsichtlich der sportlichen Eignung, aber auch eben züchterisch hochinteressant, diese absolut tolle, typvolle Stute, die wir hier in der Katalognummer 61 auch als Auktionsstute vor uns sehen. Und ich denke, so wie sie sich hier präsentiert, sind wir uns einig, auch dies eben würdig der gesamten Präsentation. Dankeschön. Glückwunsch an das Züchterhaus Danowski in Diersdorf. Und dann dürfen wir zu uns bitten, die 110. Werte Publikum, wenn man hier über ein paar Jahre nach Neumünster kommt und die Stuten sieht, dann weiß man, dass man die Creme de la Creme zu sehen bekommt. Und es ist nicht so etwas, dass man als Richter sagt, na ja, das machen wir mal eben. Da wird man schon so ein bisschen nervös, weil man einfach weiß, man kriegt das Beste des Besten zu sehen. Und die 110 als erstes Pferd hier in der Bahn hat uns einfach umgehauen. Sie war eine Herzensdiebin. Leoba, am 21. Juni 2015 geboren, von Schwarzgold aus der Lubkin vom Elitehengst Herzensdieb. Wunderschöner Auftakt dieser Stutenkollektion. Hier schon absolut Trakehner Typierung in herrlich dunkler Jacke mit absoluter Gelassenheit, und Sie sehen auch die genügend Tiefe und Länge im Körper, die sie einfach empfiehlt, auch Zuchtstute zu werden. Wir freuen uns schon, wenn wir irgendwann mal die Nachzucht von ihr zu sehen kriegen. Zeigte sich hier in einem herrlichen Schrittablauf, und da gerade die Nierenpartie ihr zugunsten kommen, dass wirklich der Schritt durch den ganzen Körper ging, nie taktunsicher war, in den Wendungen ausbalanciert, und Sie sehen auch, wie die Stute jetzt hier steht, interessiert und doch so gelassen. Einfach eine Mutterstute vom Feinsten, und wie es so schön heißt, mit dem Besten sollst du züchten, die Guten sollst du reiten, dann hoffen wir, dass die erstmal einen Fohlen kriegt. Herzlichen Dank an Dr. Andreas Wenzel aus Burgkirchen zur Leoba. Herzlichen Glückwunsch nach Bayern zu Dr. Andreas Wetzel in Burgkirchen. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt dann zur ersten Reservesiegerstute. Zur zweiten Reservesiegerstute, die Katalognummer 109, bitte mal Aufstellung nehmen. Und wir bitten Herrn Dr. Karp zu seiner Stute, wenn er denn kann.
und nicht als Kirchkommissarin noch eine Besprechung hat. Oder vielleicht ein Vertreter der Familie Karp. Er ist da und er bekommt nämlich jetzt ein Präsent vom Trakehner Verband. Füchse sind Trumpf, meine Damen und Herren. Und das sehen wir hier ganz besonders mit der Katalognummer 109, Herbstrot. Von All Inclusive aus der Herbstsonne von Insterburg. Was eine Stute, was für Qualitäten im Körper, im Typ, in der Typausprägung. Wie sportiv aufgemacht und wenn sie sich in Bewegung setzt, in einem Trabablauf, der phänomenal erscheint. Ganz tolle, tolle Stute, die Siegerstute aus Westfalen, hier die zweite Reserve-Siegerstute. Ganz herzlichen Glückwunsch an die Zuchtgemeinschaft Karp Schulte-Beckhaus als Züchter und ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an Dr. Hans-Peter Karp aus Ochtrup für diese tolle Herbstrot, die Sie hier gezeigt haben.